Meine Panikattacke, ich gehe aufs Ganze. Ich fand den ersten Part durchaus interessanter als den zweiten, muss ich ehrlich sagen. Ja, das war die Community-Hymne. Mehr von diesem Leuchten. Du bist es! So, jetzt gehen wir aber erstmal rein in mies produziert Song Challenge. Unser Bruder YT, der den Beat produziert hat letzte Woche, ist leider erkrankt. Er ist krank, gute Besserung an ihn. Aber wir hören jetzt rein. Der erste, den wir jetzt hören, sein Name ist Defil. Sein Name ist Defil. Ist er heute hier? Ist er im Chat? Ich habe mies recherchiert. Wir machen sowieso später eine Umfrage. Wir machen eine Umfrage, wer eurer Meinung der Beste war. Und der Beste kriegt einen Gewinn. Der Beste kriegt ein Ticket für Life is Rap von meiner Seite aus. Ist nicht mal hier. Okay, interessant. Also ich sag mal so viel. Wenn derjenige oder diejenige hier ist, auf dessen Song wir reagieren, dann gebe ich mir extra viel Mühe für das Feedback und ziehe das ein bisschen in die Länge und gehe ins Detail. Wenn der oder diejenige nicht hier ist, an dem besagten Tag, dann werden wir das Feedback sehr kurz halten. Ist doch fair, oder? Ist ein Anreiz dafür, da zu sein. Defil ist da. Okay, sehr gut. Kann man auch nicht professionelle Aufnahmen reinsenden? Natürlich. Absolut. Ihr könnt alles reinsenden. Lieber Defil, du bist der Erste, auf dessen Song wir reagieren. Du hast kein Video zugemacht, du hast einfach nur den Track gemacht. Der geht 2 Minuten 13. Wir sind sehr gespannt. Ich persönlich bin sehr auf die Hook gespannt. Wir gehen jetzt rein. Ladies and Gentlemen, begrüßt mit mir recht herzlich Defil, der Erste der Song Challenge, dessen Song wir uns anhören. Und es geht los. Ich hab noch keinen einzigen Song gehört. Ich schwöre auf alles. Ich weiß nicht, was mich erwartet. Und wir werden sowas öfter machen. YT, nächste Woche fangen wir wieder an, wa? Dann bist du bis dahin auch fit. Dann machen wir das nochmal. Okay. Es geht los. Defil, Nitropass, Kianush, Shoutout! Alles, was ich mache, ist die Kraft von 1000 Affen, die mich krass den Kopf belaufen, denn ich kann sowas nicht lassen. Freier Fall nach oben, Life ist es, wirst du sterben, denn dafür bin ich geboren. Verkaufen dieser Welt sind doch alle blutig schlecht. Muss da jetzt was sagen, bevor dich jeder mich verweckt. Fühl mich schon verloren, nur Wörter in dein Beat rein. Jeder immer nur krass sagt, es ist Therapiezeit. Wir müssen alle einmal sterben, damit wir richtig leben. Respawn, damit wir endlich leben. Die Pause, die wir brauchen, um zu verstehen. Ein Leben zu führen, ohne unterzugehen. So viel Zeit vergangen, doch ich denk noch dran. Muss mir selber zugestehen, wann werde ich so Mann? Ich weiß nicht wieso, wieder bin ich so. In meinem Kopf sing ich, lass los. Ein Teil vom Geben ist die Gabe zu vergeben. Es ist heute wirklich menschlich, dass die Leute drüber reden. Sag mir, wie es dir geht, ohne zu überlegen. Wenn wir wieder aufsteht, wird es überleben. Respawn. Alles, was ich mache, ist die Kraft von 1000 Affen, die mich krass den Kopf belassen, denn ich kann sowas nicht lassen. Freier Fall nach oben, Life ist es wert zu sterben, denn dafür bin ich geboren. Verkaufen dieser Welt sind doch alle blutig schlecht. Muss da jetzt was sagen, bevor dich jeder mich verweckt. Fühl mich schon verloren, nur Wörter in dein Beat rein. Jeder immer nur krass sagt, es ist Therapiezeit. Warum wurden wir so? Nenn mir doch ne Grund. Immer diese Frage in meinem Kopf. Ständig Fehler, bin ich echt so dumm. Hat keine Grund. Wiederhole, werde ich echt so dumm. Meine Panikattacke, ich geh aufs Ganze. Was ich lache, ihr nennt es Schwachsinn. Macht nichts, denn ich sag doch, ey, warum ich abkratze. In meinem Kopf, ich nur mach. Werde verfolgt von Vampiren oder doch Diablo. Fuck, ich bin sprachlos, dein Vertrauer, keine Kopfgeficker. Fühl mich so machtlos, was soll's, glaubst du nicht? Wenn ich lache, fühlt sich an wie ein Messerstich. So, wir haben jetzt den Song gehört von Defil. Also erstmal muss ich eine Sache sagen. Lieber Defil, du weißt, ich bin ein sehr ehrlicher Mensch. Gerade was Musik angeht, bin ich ein sehr direkter und ehrlicher Mensch. Erstmal Respekt, dass du überhaupt dir die Zeit genommen hast, mitgemacht hast und das hier so hochgeballert hast. Erstmal Respekt dafür. Jedoch muss ich dir sagen, dass das auf jeden Fall von der Attitude her, von der Energie und so, die du reingesteckt hast, schon auf jeden Fall positiv ist. Jedoch ist dein Gefühl fürs Flowen oder fürs Schreiben noch nicht ganz da. Oder sagen wir mal so, es geht noch nicht ganz auf. Es ist noch nicht so ganz schlüssig. Trotzdem finde ich es cool, dass du mitgemacht hast. Lyrisch war es überhaupt nicht schlecht. Ja, du hast Dinge gesagt, mit denen wir, glaube ich, alle was anfangen können. Es ist halt nur ein bisschen schwierig verpackt, dass es nicht so gut ins Ohr geht, wie man es vielleicht von einem, sage ich mal, Vollprofi gewohnt ist, so, weißt du. Man merkt, dass das noch so ein bisschen hakt hier und da, weißt du? Aber ansonsten erstmal Respekt, dass du mitgemacht hast. Und jemand, der dich hier im Chat beleidigt oder so, ich weiß, du stehst drüber, der muss es erstmal besser machen. Das erstmal als Regel Nummer 1. Definitiv dranbleiben. Wir werden sowas öfter machen. Aber wenn du mich jetzt fragst, war das krass? Sage ich dir ganz klar, nein. Das war nicht krass. Das war nicht krass, Bro. Da geht auf jeden Fall noch mehr. Ja, da geht viel, viel, viel mehr, Alter. Und man kann nur besser werden. Man kann nur besser werden, Bro. Dann haben wir als zweiten Dedu. Ich glaube, das ist der Dedu, Alter. Let's go. Dedu. Ist das auch dein Rappername oder was? Dedu? Gib mir Stift und Papier. Zeige dir, wie man die Beat therapiert.
Kinder hier, wird von Nacht für Tag für Nacht Beef recherchiert. Egal ob 9-11 oder Ägypten, Pyramiden schreiben verrückte Geschichten. Mainstream will berichten, wieder bleiben lassen, ist uns hier nicht wissen. Oha, also er geht direkt hart ins Gericht hier. Mit Bilderberger und. Okay, okay. Mainstream will berichten, wieder bleiben lassen, ist uns hier nicht wissen. Der eine glaubt an eine flache Erde, folgt der ganzen Herde und hat andere Werte. Der andere macht einen auf überkrass, obwohl er nicht einmal eine Ahnung hat von Elon Musk, ey. Raub zieht auf ein Schiebedach, blicke weiter in die tiefe Nacht. Mittlerweile hab ich viel gedacht, viele Sachen hab ich schief gemacht. Wer will was erzählen? Raus aus der Matrix, gebe nicht auf, auch wenn es hart ist. Fick drauf, hebe die Faust hoch, lebe meinen Traum jetzt als Artist. Schwebend mach ich mich auf zur Antarktis. Wenn ich mein Ried inhaliere, wird von Nacht zu Tag zu Nacht dies recherchiert. Schwebend mach ich mich auf zur Antarktis. Bro, du hast richtig alles, was wir gestreamt haben, in einen Track geballert, yo. Egal ob 9-11 oder Ägypten, Pyramiden schreiben verrückte Geschichten. Mainstream will berichten, wieder bei belassen ist uns hier nicht wissen. Verdammt, ich hab es satt, Verdacht, der kam, drittes Auge wach. Es geht mir ständig auf den Sack, lebe ich rhythmisch nach dem Takt, nehme ich haufenweise Drugs. Wenn ich die Themen nicht erwähne, gibt es ekelhafte Gene, die Leere in meiner Nähe. Bewege mich in der Regel auf Wegen, die bringen Leben, mal die Erde zu beben. Deswegen werden sie reden und nicht schweigen wie die Medien. Besitz ergreifen so wie Aliens, Berichterstattung in den Serien. Bewaffnet bis unter die Haut, zeige ich es den Lebenden, geistig bis in alle Ebenen. Bruder, du bist wild. Ich fand's überraschend gut. Klar, der Mix ist katastrophal, muss man ehrlich sagen. Liebe Leute, lasst uns doch bitte Abstimmung machen hier im Chat. Ja, ihr könnt von 1 bis 10 genau, könnt ihr einfach sagen, wie ihr das fandet. Also ich fand es auf jeden Fall amüsant, man hat gerne zugehört. Ich fand den ersten Part durchaus interessanter als den zweiten, muss ich ehrlich sagen. Hook fand ich auch ganz nice, mit Mies recherchiert. Ich finde deine Stimmfarbe auch sehr interessant. Ich weiß ganz genau, würde man dich richtig gut abmischen, man würde deine Stimme besser hören und den Beat leiser machen. Ich weiß nicht, warum du das so abgemischt hast. Warum hast du den Beat so laut gemacht? So dass man dich kaum versteht. Das habe ich nicht ganz verstanden. Also ich fand es auf jeden Fall sehr solide. Wenn ich dem Feedback geben müsste, jetzt was man besser machen kann. Also rappen kannst du definitiv. Du hast nur hier und da ein bisschen, bist du aus dem Flow gefallen oder geflogen. So, aber es ist nichts Wildes. Du fandst an sich wirklich nicht schlecht, Alter. Das war themenbezogen. Du bist beim Thema geblieben sogar. Du hast dem Ding einen Aufhänger verpasst. Eigentlich alles gut gemacht. Also alles richtig gemacht. Muss ich ehrlich sagen. Ich fand es sehr interessant. Dann hören wir mal weiter. Das war Dedu, Leute. Ey, auf jeden Fall dranbleiben. Der nächste ist OG69. Ich bin gespannt, Leute. Bühne frei für OG69 bei der Song Challenge. Mies produziert. Volume 1. OG69. OG69. Oh. Gib mir ein Stift und ein Mic. Ich bretter die Lines. Für den Stress keine Zeit. Mach schon mein Paycheck bereit, denn ich komme und zeig, dass der OG verteilt. Gib mir ein Stift und ein Mic, ich bretter die Lines, für deinen Stress keine Zeit. Mach schon mein Paycheck bereit, denn ich komme und zeig, dass der OG verteilt. Rap ist mein Leben, schon mit 16 am Mic, schieb dir 10er Schichten mit 18 nur für die Lines. Du hast keine Ahnung, was das ist, Blut, Tränen und Schweiß, also halt deine Fresse, sonst komm googeln, du weißt. Bleib der G, bald die 1 und ich zahle den Preis, für alle Nuten Söhne, die nicht schalten, dass der Junge zerreißt. Und deswegen komm ich ran, folg dem Plan, bis ich schaff, oder mach weiter als das, da bis zu meinem letzten Tag. Doch egal was ist, ich werd niemals wie ein Nuttenkinder, denn ich habe Ehre und Respekt, nicht wie dein Lieder, wow. Finger, große Tüßler, hau auf Kopf, Bauch und Kiefer, danach siehst du mich nie wieder, sei denn du bist zum Dealer. Gib mir ein Stift und ein Mic, ich bretter die Lines, für deinen Stress keine Zeit. Mach schon mein Paycheck bereit, denn ich komme und zeig, dass der OG verteilt. Der Bruder bringt bis in die Kenneck-Vibes. Merkt ihr den Unterschied? Das sind so mehr die Kenneck-Vibes. Muss auch sein, also wir haben hier eine bunte Vielfalt. Für deinen Stress keine Zeit. Mach schon mein Paycheck bereit, denn ich komme und zeig, dass der OG verteilt. Gib mir ein Stift und ein Mic, ich bretter die Lines, für deinen Stress keine Zeit. Mach schon mein Paycheck bereit. Für deinen Stress keine Zeit, da fliegst du ein bisschen raus an der Stelle, aber vielleicht war das deine Absicht. Zeit, denn ich komme und zeig, dass der OG verteilt. Die Söhne reden viel, doch wenn ich komme, sind sie still, denn sie merken schnell, dass das Original nicht reden will. Leben wie im Film, tun dich killen für Euro-Racks. Besser bleib von unserer Gegend weg, sonst rollt noch ein Beamer-Chef. Mach mich nicht auf krasser, was das, du Bastard. Ich komme wie ein Panzer und knack dann dein Panzer. Mach mich nicht auf Rapstar, was bist du schon? Festszene aus dem Wegtrauen, hängst ziellos rum. Aber nein, Bruder, ich bin zielorientiert im Fokus. Mehr Geld batzen für den Rap-Sound und den Globus, also zahl den Bonus oder du gehst leer aus. OG ist auf Cash aus, also drück auf Cash out. Gib mir ein Stift und ein Mic, ich bretter die Lines, für deinen Stress keine Zeit. Mach schon mein Paycheck.
Magic bereit, denn ich komm. Chat, ihr wisst, ihr könnt bewerten von 1 bis 10. Gib mal ein paar Punkte an den Bruder. Und zeig, dass der OG verteilt. Gib mir ein Stift und ein Mic. Ich bretter die Lines, für deinen Stress keine Zeit. Mach schon mein Paycheck bereit, denn ich komm und zeig, dass der OG verteilt. Nicht schlecht, nicht schlecht. Hat auf jeden Fall Druck. Hat auf jeden Fall Druck, muss man sagen. Also es ist jetzt nicht so low. So, was sagt ihr? Ich lese hier gerade 6,6 von 10, 8 von 10, 6 von 10. Interessant. Also sehr solide trotzdem. Trotzdem sehr solide. Also wenn ich dir ein Feedback geben könnte, du hast auf jeden Fall hier und da bist du oft aus dem Flow rausgefallen, Alter. Ne, das war nicht immer auf Takt. Es war auch ein bisschen überhastelt manchmal. Da würde ich auf jeden Fall ein bisschen ansetzen, dass du da so ein bisschen mehr die Routine reinbringst. Weißt du, ich meine, das soll so ein bisschen flüssiger klingen. Aber an sich gar nicht so schlecht, Alter. War gar nicht so übel. So, jetzt kommt der nächste. Ich bin gespannt. Schade, bisher hat keiner ein Video, ne? Alle nur so Songs. Keiner hat sich die Mühe gemacht, wirklich das auch per Video zu performen. Muss jeder wissen, wie er möchte, wie er sich präsentieren will. Dann haben wir hier den nächsten. Sein Name ist Styx. Ich bin sehr, sehr gespannt. Let's go. Dann hören wir ihn mal jetzt. Wir sind die letzte Flamme, die brennt. Kommt ran an alle, der Geist ist unsere Waffe. Geht ready, um zu fallen. K1AFM in Topform, die Community holt sich Popcorn, wenn Styx performt und Tater durchknallt wie in einem Softporn. Styx politisch korrekt, schockt wohl schäbiges Benehmen des Haters wie Pocher in der Kochshow. Ihr kleinen Blogger, geht it on the floor. Wir sind weiter unreif von diesen grauen Zeiten, öffnen den Geist. Picture Pass und Pattern Door. Hater zittern und bippern in ihren Sitzen, heulen voller Entsetzen, nachts in ihre Kissen, da sie nicht wissen, was wir wissen und wir die Fahne hissen. Wir sind die letzte Flamme, die brennt, kommt ran an alle, der Geist ist unsere Macht. Hater, geht ready, um zu fallen. Hater lehnt sich weit aus dem Fenster, Wahnsinn, wer das tut, den erfasst der Fahrtwind. Es ist tragisch zu sehen, dass ihre Sicht nicht mehr klar ist. Im Fachkreis nennt man dies pragmatisch. Keins A, nicht studiert, Ansichten fundiert, ohne Wissenschaft, einfach mies recherchiert. Wir sind engagiert und haben die Wahrheit im Visier. Strukturiert, fokussiert, der Fokus garantiert. Hater tragen die Nase hoch, fühlen sich unantastbar. Du Styx hat den Dämpfer für diese ganzen Kasper. Ja, jeder von uns macht Fehler, mein Freund. Doch der größte Fehler ist, wenn man seine Fehler nicht bereut. Wir sind letzte Flamme, die brennt, kommt. Das erinnert mich an irgendwas. Diese Hook, an was erinnert mich das nochmal? Nicht Rammstein, nein. Ja, klar ist die Hook einzigartig, aber an irgendetwas erinnert mich das. An irgendwas erinnert mich das, was schon sehr alt ist. Also so Deutschrap-mäßig, was sehr, sehr alt ist, glaube ich. So Agro-Berlin-Zeiten, glaube ich. Also, warte. Yeah, K1A, Family. Liebe geht raus, ja. Ich werde jetzt mies recherchieren. Der hat nochmal euer Boy reingeballert. Also erstmal krassen Respekt, Bruder. Lieber Solution, Styx. Ich wusste, jetzt kenne ich sogar deinen Rappernamen. Jetzt kann ich auf jeden Fall mal sagen, das war sehr, sehr einzigartig. Also die Hook, kannst du die Hook nochmal wiederholen? Also die Hook war sehr einzigartig. Damit hast du alles richtig gemacht. Aber ich sag dir gleich was noch zu deinen Parts. Warte mal. Würde... Du hast die Melodie vom Sample aufgefangen, ne? Das hat man gemerkt. Ich habe mies recherchiert. Wir sind die letzte Flamme, die brennt. Okay, erstmal Karolski, Polski. Forscher haben herausgefunden, dann sind die wieder reingegangen. Der war gut. Danke für dein Abo, Baby. Auf jeden Fall, Styx. Solution. Mit der Hook hast du dich auf jeden Fall was getraut, aber mit deinen Parts, Digi. Du bist, dein Taktgefühl lässt echt zu wünschen übrig, muss ich ehrlich sagen. Dein Taktgefühl in den Parts ist extrem überhastet, zu hektisch. Genau. Das, so als würdest du dich nicht an dem Takt orientieren. Ne? Dafür ist ja der Takt da eigentlich, dass man dann auf den Takt so ein bisschen spielt. Das hast du leider hier nicht so ganz glänzend hinbekommen. Aber die Hook einfach, ne? Die Hook hat nochmal richtig Gas gegeben. Bruder, ich habe 10 Jahre nicht mehr gerappt und nur auf 90 BPM früher. Ja, der Beat ist extrem schnell. Man hat es gemerkt, du musstest so die ganze Zeit hinterher. Aber trotzdem war es nicht schlecht.
Was ich positiv anmerken muss, sehr Community-bezogen. Hook war extrem gewagt, dafür braucht man Eier, Chat, muss man so sagen. So einen Hook zu bringen, dafür brauchst du echt dicke Eier, Alter. Und der hat es einfach gemacht und kontrovers, mutig und trotzdem cool irgendwie. Also ich fand es jetzt nicht, klar, Taktgefühl hier und da. Ich erwarte auch nicht, dass ihr jetzt irgendwie die besten Rapper der Welt seid. Aber es war amüsant und Community-bezogen, extrem Community-bezogen. Hat mir persönlich gefallen. Und ihr habt ja euren Senf auch schon abgegeben, ne? Ja, Mann, ihr habt auch einen Senf abgegeben. Das war Styx, a.k.a. Solution. Ja, so lernt die Community sich auch nochmal kennen, auf einer ganz anderen Art und Weise. Sehr geil. Liebe geht raus an den Bruder. Kuss geht raus an ihn. Ja, das war die Community-Hymne. Wir sind die letzte Aber an was erinnert mich das nochmal, Alter? Ich weiß nicht. So, jetzt gehen wir zum nächsten. Sein Name ist Duki. Da bin ich mal gespannt, mein Bester. Ja, die Hook bleibt hängen. Egal, wie komisch sie klang, aber sie bleibt einfach hängen. Ich bin gespannt. Bruder, gib mir Gas, gib mir Nitro. Baller diese Parts in das Mikro. Du bist für den Start, so wie Kripos, Messer scharf. Diese Bars kommen in Fahrt, ist ein Mikro. Bruder, gib mir Gas, gib mir Nitro. Baller diese Parts in das Mikro. Du bist für den Start, so wie Kripos, Messer scharf. Diese Bars kommen in Fahrt, ist ein Mikro. Ich komm mit Uzi, so wie wird. Deine Hure ist verstört. Statt vor Lachen beim Verhör, sogar der Bulle ist empört. Komm alleine, ihr zu viert. Blut auf meinem Shirt, in den Schuhkartons sind Herbst. Nur mein Fußabdruck im Dirt. Doch ich bleib standhaft, alleinige Mannschaft. Ich zähle Brüder von Hand ab und lande wieder in Anstalt. Denn dieses Leben ist lachhaft. So wie Carmen und Butters, ihr macht auf Art. So wie Asphalt, das seid nur weich, so wie Butter. Bruder, gib mir Gas, gib mir Nitro. Baller diese Parts in das Mikro. Du bist für den Start, so wie Kippus, Messer scharf. Diese Bars, komm in Fahrt, jetzt am Mikro. Bruder, gib mir Gas, gib mir Nitro. Baller diese Parts in das Mikro. Du bist für den Start, so wie Kripos, Messer scharf. Diese Bars kommen in Fahrt, jetzt am Mikro. Bruder, gib mir Gas, gib mir Nitro. Baller diese Parts in das Mikro. Du bist für den Start, so wie Kripos, Messer scharf. Diese Bars kommen in Fahrt, jetzt am Mikro. Ich komm mit Kilogramm Paket auf alte Zeiten angelehnt. Du bist Mitte 20 und kannst nicht auf eigenen Beinen stehen. Unzurechnungsfähig, so die Bitches nach Gewicht. Guck, ich renne vor der Axt, doch verlier niemals mein Gesicht. Mein Bruder ist auf Flucht, weil ein Kuni zu viel spricht. Gestern in der Klapse gehen niemals vors Gericht. Hab ich was zu sagen, red ich nicht wie eine Bitch. Guck, du redest vor Gericht, als ob du selbstgesprächig sprichst. Bruder, gib mir Gas, gib mir Nitro. Baller diese Part in das Mikro. Chat, wie findet ihr das? Nochmal die Hook zum Genießen. Let's go. Bruder, gib mir Gas, gib mir Nitro. Baller diese Part in das Mikro. Du bist für den Start, so wie Kripos, Messer scharf. Diese Bars kommen in Fahrt, jetzt am Mikro. Bruder, gib mir Gas, gib mir Nitro. Gib mir Nitro. Baller diese Parts in das Mikro. Du bist für den Start, so wie Kripos, Messer scharf. Diese Bars kommen in Fahrt, jetzt am Mikro. Crazy. Also sehr, sehr aggressiv. Was mir persönlich ja immer gefällt. Sehr wild. Ne, es war sehr, sehr wild. Aber auch hier und da ein bisschen ab und zu rausgeflogen in den Parts. Aber ich muss ehrlich sagen, du hast Stimmung erzeugt. Du hast nochmal einen ganz anderen Vibe erzeugt mit dem Beat. Es ist auch sehr interessant zu hören, wie die verschiedenen Leute, die den Beat genommen haben, was für ein Vibe sie drauf kreieren. Ne? Das ist immer so unterschiedlich. Und das fand ich auch sehr interessant. Bruder, gib mir Gas, gib mir Nitro. Bleibt auch hängen. Wir sind die letzte Flamme, bleibt auch hängen. Da gibt's schon einige, die ihr eigenes Ding machen. Ich finde das so interessant, Alter. Es ist so interessant. Wenn ich dir ein Feedback geben kann, Duki, probier ein bisschen an manchen Stellen deine Aggressivität vielleicht ein bisschen zu kontrollieren. Komm runter! Damit die Aussprache ein bisschen besser wird. Nur ab und zu, nicht komplett, sondern nur an manchen Stellen. Aber ansonsten finde ich deinen Style auf jeden Fall sehr, sehr interessant und schon Baba. War auf jeden Fall stabil. Flow war auch geil. Da. Ist halt, Musik ist halt Geschmackssache, ne? Es gibt nicht die eine Musik, die für alle gut ist. Das ist unmöglich. Es gibt auch nicht das eine Essen, was jeden schmeckt. Das ist einfach so. Und ich bin auch überrascht, wie viele Talente die Community hat. Jetzt kommen wir zum nächsten. Almin, let's go. Lieber Almin. Krache. Gott vergib mir doch Tabletts, Kobalt, im Vergleich zu der Regierung nur ein Bild. Sie wollen Geld von der
Weg. Doch dieser gerade Weg sagt kein Bett sein. Yeah, gib mir Beat, gib mir Mic, lass es brennen wie in Babylon. Life is pain, eröffnet jetzt die Axis, so what? LP. Komm mit Jungs aus dem Balkan, Gewalt, Potenzial, deshalb drücken die Achter. AMG, schwarzer Panzer, international machen Para vom Laster. Komm mit Jungs aus dem Balkan, Gewalt, Potenzial, deshalb drücken die Achter. AMG, schwarzer Panzer, international machen Para vom Laster. Okay. Almin, er hat sich dafür entschieden, ein Part zu rappen, zwei Hooks. Das ist, denke ich, auch das Minimum. Klar, es ist sehr streetlastig. Es ist eher so dieser Pusher, wie sagt man, Pusher-Vibes oder Pusher-Musik. Ist Geschmackssache. Ich fand es jetzt auch gar nicht so schlecht. Er hat gut Energie reingebracht. Ich hätte mir auf jeden Fall noch ein Part gewünscht, um mir ein besseres Bild von ihm machen zu können. Die Hook, meiner Meinung nach ein bisschen zu einfach. Also die war ein bisschen zu runtergerattert einfach, ne? Ist mir jetzt nicht so hängen geblieben. Also wenn ich jetzt an den Track denke, weiß ich nicht, was mir jetzt hängen geblieben ist wirklich, ne? Lieber Almin, trotzdem danke, dass du mitgemacht hast. So, jetzt kommen wir zum nächsten. Der Name ist Alexander Bastian. Let's go. Alexander Bastian. Widerstand, Widerstand. Die Stimmung eiskalt, doch wir halten den Widerstand. Widerfand, Widerfand. Hard times, rough times, Herr, in denen ich mich wiederfand. Wieder an, mit dem Mic und dem Rhythm, ich defend, greife wieder an. Rücke vor, noch ein Stück, bring die Botschaft, durchbrech die Distanz für den Kampf hier im Niemandsland. Oha, müssen wir uns nochmal anhören, warte mal. Widerstand, Widerstand, so reggae-mäßig auch. Widerstand, Widerstand, die Stimmung eiskalt, doch wir halten den Widerstand. Widerfand, Widerfand. Hard times, rough times, Herr, in denen ich mich wiederfand. Wieder an, mit dem Mic und dem Rhythm, ich defend, greife wieder an. Rücke vor, noch ein Stück, bring die Botschaft, durchbrech die Distanz für den Kampf hier im Niemandsland. Standhaft, yes, we put up resistance, krampfhaft, der Kopf ist gefickt von dem System. Mitschwingen, das Level hoch, ja, ich mitschwing. Positivity, die Energie, ich mitbring. Sag bloß, warum sie für so vieles blind sind. Ich lass los, ja, und folg meinem Instinkt. Kontakt, ich vermeide den Kontakt. Halt die Stellung mit dem Feuer, jetzt mit 100. Sie attackieren, bin bereit für den Konter. Ich investiere meine Zeit für den Kompass. Wonder, ganz alleine, so wie Onback. Überkomme, überrolle, Mia Conker. Widerstand, Widerstand. Die Stimmung eiskalt, doch wir halten den Widerstand. Widerfand, Widerfand. Hard times, rough times, ja, in denen ich mich wiederfand. Wieder an, wieder an. Mit dem Mic und dem Rhythm, ich defend, greife wieder an. Erwacht aus dem Traum, aus der Ohnmacht, komm raus aus der Box, ja, ich trotze dem Niedergang. Meine Mission, nein, sie sehen nicht, yeah. Meine Mission ist noch lange nicht erledigt. Guck, vielen geht es ähnlich. Ich befrei mich von dem Druck, nicht gerade wenig. Wo liegt verborgen der Friede und das Glück für jedermann? Vertreibt den Hunger, all die Sorgen. Die Erde ist noch lange nicht verbrannt. Gemeinsam für ein besser Morgen. Ja, ich seh mich schon so lang. Bis dahin halten wir den Widerstand, Widerstand. Die Stimmung eiskalt, doch wir halten den Widerstand. Widerfand, Widerfand. Hard times, rough times, Herr, in denen ich mich wiederfand. Wieder an, wieder an. Mit dem Mic und dem Rhythm, ich defend, greife wieder an. Rücke vor, noch ein Stück, bring die Botschaft, durchbrech die Distanz für den Kampf hier im Niemandsland. Wow, also wirklich sehr innovativ. Also fand ich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr crazy. Also sehr, sehr krass. Ja, ich finde, im zweiten Part hat er ein bisschen dieses Ding hier zu lang gezogen. Dieses Gesänge hier war, glaube ich, ein bisschen zu lang. Aber ansonsten, das Ding ist sehr, sehr innovativ. Gefällt mir sehr gut, muss ich ehrlich sagen. Bisher fand ich das wirklich am interessantesten, muss ich ehrlich sagen, Leute. Widerstand, das war wirklich geil. Also Respekt. Ich glaube, ich muss den Bruder nicht beibringen, wie man auf den Beat geht. Ne? Fand ich das auf jeden Fall on top, Alter. Das war crazy. So, jetzt kommen wir zum nächsten. Und zwar der Bruder N100, der einzige mit Video. Der einzige von allen, der ein Video dazu noch gemacht hat. Also N100, ein sehr fleißiges Kerlchen. 7-Tage-Challenge hat er das einfach genannt. Erstmal liken, aus Prinzip. Wer hätte gedacht, dass N100 es schafft, mal auf White Keanu spielt? Straight aus der Matrix, wir fern fallen Bullets, genau wie Keanu Reeves. Ja, sie werden panisch die Hände am Zittern, wenn ich eine Wohnung zieh.
raus aus der Gosse, denn ich habe mir das so verdient. Irgendwann fahr ich ne fette Karre wie Batman, währenddessen ziehen sich Rapperinnen aus vor der Webcam. Alle salutieren vor dem G.O.A.T. Meine Stimme burnt, Digga, wie ein Benz AMG. M108 kracht wie Zylinder, V8, wir sind Jungs von der Street, keine Kinder der Stadt. Pass, pass, pass. Ist die einzige Sucht, die ich hab. Wenn 100 kommt, lange Fresse wie Ghostface. Denn ich überzeuge mit der Attitude und dem Flow Breaks. Newcomer Rapper, too soft und nur low pace. Überrunde die Pisser, best seit in dem Road Race. Wer hätte gedacht, dass er 100 schafft, mal auf White Keanu spielt? Komm straight aus der Matrix, wir fangen alle Bullets, genau wie Keanu Reeves. Ja, sie werden panisch, die Hände am Zittern, wenn ich eine Wummel zieh. Raus aus der Gosse, denn ich habe mir das so verdient. Irgendwann bin ich eine Legende wie Crack Mac, Jack Black. Und Weiber kleben an mir wie Zentex. Gebe immer wieder Gas und hebe ab wie ein Jetpack. Die Gegend riss grau, Wasteland wie Mad Max. Hab immer Ass im Ärmel, all in im Blackjack. Bring gerade Kilotonnen Punches auf Sandbags. Hashtag 100 Typ Graffitis mit Fat Caps. Immer alle zu ficken, bleibt am Rande mein Endzweck. Boah, der Flow ist heavy. Da-d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 a
Jetzt ist der Raum zum Vertrauen. So wollen wir es bauen. Die Raum, sie Traum. Niemals ohne diesen Traum. Okay. Leute, bitte Respekt, mit Respekt. Ja, ich kann nichts dafür, dass ich lachen musste. Ich lache natürlich den Menschen Claudio niemals aus. Es ging einfach um die, wie nennt man das, Situationskomik. Ja, das war einfach so. Und was soll ich dazu sagen, Alter? Ich habe mies recherchiert. Also wirklich, natürlich Respekt. 100% Respekt. Soll erstmal jemand besser machen. Aber was soll ich dir jetzt sagen, Alter? Also was soll ich dir jetzt dazu sagen? Ich weiß es nicht. Aber ey, du hast auf jeden Fall eine Stimme. Ich würde dich mal gerne hören, wenn du wirklich rappst. Das war einfach ja nur irgendwas reingeredet. Ei, der Traum, der dies. Aber was ist, wenn du wirklich rappst? Das würde mich mal interessieren, dass du einmal ernsthaft so ein Part rappst oder so. Aber das war schon, danke auf jeden Fall für die Vorstellung, was soll ich sagen? Ja, es war echt ein krasses Gestöhne, muss man ehrlich sagen. Du hast richtig, ich hoffe, du nimmst das hier nicht negativ auf, ne? Nur Liebe natürlich. Aber so ist das halt in einer Familie, in einer Community. Wenn der ein oder andere mal was macht, was so ein bisschen out of the box ist, dann lachen alle halt mit, so weiß ich, das ist ja nicht böse gemeint. Warum ich Props gebe, weil die eine von uns ist. Es ist in eurer Hand. Es ist in eurer Hand, wer dieses Mal beim Song Challenge gewinnt. Mies produziert, Baby. Es wird mies produziert. Meine Leute wurden street provoziert. Also. Was sagt ihr? Wer soll das Ding heute gewinnen? Wer kriegt seinen Freifahrtschein, sein Ticket für Life is Rap? Das übelste Rap-Tournament, was es jemals gegeben hat, wo nur die krassesten Rapper da drin sind. Es gibt keine schlechten in diesem Tournament. Und der hier gewinnt, kann sein Ticket damit einlösen und kriegt sogar noch oben einen drauf von YT. Ich weiß nicht, was der Bruder zurückgelegt hat für den Gewinner. Das wird er uns beim nächsten Mal sagen. Wir werden das auf jeden Fall wiederholen. Wir werden das öfter machen. Und ich bin echt gespannt. Nur noch wenige Sekunden. Es sind nicht mal mehr 10 Sekunden, Leute. Votet, votet, votet. Benutzt eure Finger. 3 Sekunden noch. Was macht ihr da? Gib ihn. Und. Na, wer macht es? Es ist vorbei. Und. Oh mein Gott. Eine einzige Stimme hat darüber entschieden, wer hier das Ding macht. Wer einen Freifahrtschein bekommt für Life is Rap. Wer das Ding hier gewonnen hat, wer diese Woche gewonnen, es war aber sehr knapp, Leute, mit einer Stimme, 85 zu 86 Stimmen für Alexander Bastian. Herzlichen Glückwunsch, Bruder. Danke an alle, die hier mitgemacht haben für diese Woche. Danke an alle, die hier teilgenommen haben. Respekt an jeden. N100 hat sich sehr, sehr viel Mühe gegeben. Ist auch nicht umsonst hier reingekommen in die Top 4. Und Leute, nehmt das als Anlass, um weiterzumachen. Macht mal einmal Lärm für euch selber. Macht mal Lärm. Musik ist Geschmackssache. Ist immer Geschmackssache. Sehr stark. Herzlichen Glückwunsch. Ist er überhaupt hier? Widerstand, Widerstand. Die Stimmung eiskalt, doch wir halten den Widerstand. Widerfand, Widerfand. Hard times, rough times, hand, denen ich mich wiederfand.